Das ist eine gute Frage. Oh, das hat die Frage geklärt, glaube ich. Was ist hier los? Ganz viel Molten Tin. Block. Voll. Das funktioniert jetzt genauso, wie ich das vorhin besprochen hatte. Wie es eigentlich funktionieren sollte. Das ist komisch, okay. Komm her. Ding. Tin. Tinblöcke. Ja, sehr schön. Also es hat wohl die ganze Zeit so funktioniert, wie ich es vorhin angesprochen hatte, aber man sah es nicht. Also es war entweder irgendwie ein Grafikglitch oder es geht erst jetzt so, wie es gehen sollte. Und schon wieder dieses komische. Warte. Ich muss jetzt rausfinden, was das Klicken ist. Bestimmt ein Huhn, das auf irgendeine Platte tritt. Nee. Aber es kommt immer hier in der Ecke. Also in diesem Plattformbereich. Klick. Na komm, klick nochmal, damit ich weiß, wo du bist. Klick, 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 klick. Ich komme mir gerade vor wie auf Handysuche. Kennt ihr das, wenn man das Handy verlegt in einer Wohnung? Das macht ab und an Geräusche, dass der Akku leer ist. Genau so komme ich mir gerade vor. Ich hoffe, ich habe die Kopfhörer richtig rum auf. Aber was kann das sein? Also kein Gerät macht regelmäßig ein Redstone-Signal, das wir haben, soweit ich weiß. Also jetzt nicht so, dass der Schalter hier alle Nase lang umgelegt wird. Der ist immer schön an, unten, fertig. Nix. Bist immer noch unten. Okay, also falls einer von euch da eine Idee hat, was das sein könnte, bitte her damit. Den kann ich auch in Frieden ruhen. Und derweil müssten genug Seal Bricks da sein, damit wir die restlichen hiervon bauen können. Genau, das ist übrigens ein super Stichpunkt, was wir machen könnten. Wir können. Das war ein Fehler. Ich hätte nicht Shift drücken sollen. Okay, wir haben genug Cast and Basins für eine ganze Weile. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist eine gute Sache, die wir machen könnten, nämlich das zu Ende, was wir angefangen haben. Hier alle Metalle zip, zip, zip zu automatisieren. Zip, zip. So, wir hätten dann gerne. Blei war das nächste. Plumbumbarum. Nein, eigentlich nur Plumbum. Das andere ist nur DSA. Du da, Let. Du. Flup, 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 flup. Rein, 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 rein. So. So. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Ein. Ein. Oh, wow, wir haben bald keinen Platz mehr im Exporter. Ja, es wird langsam eng. Ich glaube, ich nehme bei Tin alles raus, außer die Dust-Variante. Und beim Blei benutze ich auch nur die Dust-Variante, weil das Dust sollte auf jeden Fall reichen. Dann haben wir die Gravel- und Sand-Varianten als Reserve. Und mal ehrlich, so häufig brauchen wir Blei nicht. Und das Wichtigste an dem System ist für mich eigentlich nur, dass überhaupt mal da was auftaucht. Könnte irgendjemand da mal Blei reinschmeißen? Ach, da, Blei, sehr gut. Das, so. Läuft, läuft. Okay, wird abgepumpt. Das heißt, wir haben jetzt Blei im System. Wir müssen nur genug Blei im System haben für ein Bucket. Dem ist schon so. Molten Bucket auf lila Zeug. Das heißt, wir hauen dich mal hier rein. Und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Der Haken an der Sache ist jetzt halt nur. Achso, wir stellen dich mal eine Stufe höher.
30 AE pro Tick. Das klingt sehr viel. Ah, Strom ist noch okay. Hier müssen wir unbedingt hingucken, wenn wir wieder Stromprobleme haben. Dass wir eventuell dann die alle runterstellen auf eine Stufe niedriger. Was eigentlich ja auch reichen sollte. Teste mal. 5 AE pro Tick. Die sind alle auch noch 5, ne? Der hier vielleicht noch. Ja. Ah, du bist höher. 5 AE, so. Okay, der zeigt wieder nichts an. Beziehungsweise nur so ein Dreiviertel voll gefülltes Ding. Wir hauen dich da rein. Doch, bei dem geht es jetzt schon schneller. Sehr komisch. Egal, also wir haben Kupfer, Zinn, also Kupfer, Tin, Blei und Eisen. Was brauchen wir noch? Aluminium. Alu. Das verbrauchen wir wirklich recht häufig. Schmeißen wir mal alles rein, bis auf ein. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Dann tun wir beim Exporter hier dich mit rein. Machen dich hier mit rein. Dann müsstest du eigentlich jetzt. Na komm, füll dich auf. Warum kommt da nicht mehr rein? Eigentlich müssten das jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 64 hoch werden. Wir haben doch die alle wieder ins System geschmissen. Aluminium Ore Dust. Gib mir. Alum. Da. Wir nehmen aber jetzt einen ganzen Stack mit, das ist mir zu albern. Du komm her. Du da. Splitten. So. Gib mir Molten Aluminium. Und ich hätte das eigentlich ganz gerne, dass alle hier durchgehend voll sind. Kann man Fluidducts irgendwie so einstellen, dass sie langsamer Zeug durchfließen lassen? Weil es geht mir gar nicht darum, dass 100.000 Tin-Ingots im System sind. Ich will nur immer genug da haben. Und dann hier immer die Open-Block-Tanks voll zu haben mit der Flüssigkeit, würde ganz cool aussehen. Also falls ihr da was wisst, auch immer her damit. So, es müsste jetzt genug flüssiges Aluminium da sein. Molten Tin, Molten Aluminium. Flupp. Und du kommst dann. Hier war Blei, ne? Oh, stopp, 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 stopp. Warum bist du noch ein. Warum bist du jetzt wieder als Tin markiert? Das ist sehr komisch. Müssen wir uns gleich mal angucken. Du. Bitte da exportieren. Ja, du bist jetzt ein pinker Tank. Machst doch schon, was du machen sollst. Warum bist. Hä? Der Tank ist auch ein pinker Tank. Ich glaube, das Mouse-Over da oben in der Mitte des Bildschirms ist einfach nicht aktuell. Der übernimmt die Information des letzten Tanks irgendwie, wenn er auf einen leeren Tank trifft. Ja, also ich gucke auf einen befüllten Tank mit Tin. Dann ist ein leerer Tank, bei dem ich Mouse-Over mache, auch ein Tin-Tank. Gucke ich auf einen befüllten Tank mit Aluminium, ist der leere Tank ein Aluminium-Tank. Und was er wirklich ist, wissen wir nicht. Okay. Du machst weiter Aluminium, du da unten kannst weiter Blei machen. Ich würde mich auch wieder ganz gerne Blei hier drin sehen. Was mich ein wenig wundert, ist, dass Tin durchgehend voll ist. Wie viel Tin haben wir denn bitte schön im System? Mol. Hun. Erstmal höre ich ein Skelett. Au. Weg. F7. Fliegen. Da. Plopp. 156 Buckets. Ja, das ist eine Menge an Tin. Sehr gut. Blei und das andere Zeug kommt nicht wirklich hinterher.
Schmeißen wir mal alles wieder hier rein, 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 rein. Gut. Also, Tin, Kupfer, Blei, Eisen, Aluminium. Hier ist Kupfer, das heißt, die drei sind noch frei. Was haben wir noch? Wir haben noch Silber und wir haben noch Gold, wobei wir das meistens benutzen, um Elektrom herzustellen. Aber Gold brauchen wir es für die Goldchips zum Beispiel. Also, ne? Nicht zu vernachlässigen. Das heißt, wir machen so. Flup, 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 flup. So. Du kriegst einen davon. Das wird echt eng. Ich schmeiß mal Iron Ore Gravel raus, weil wir haben jetzt 2000 Eisenbarren, das sollte erstmal reichen. Weil hier muss nachher noch Silber hin. Dann schmeißen wir dich da rein, damit du schon mal anfängst, das einzuschmelzen. Dann tun wir dich hier rein, damit wir ein leeres Fass haben. Und das Fass füllen wir gleich auf mit Molten Gold. Und ja, es ist kein Fass, es ist ein Bucket. Du, da. Molten Gold. Swoosh. Das sieht aus wie Molten Mountain Dew, nicht wie Molten Gold. Das sollten Sie mal ändern, grafisch. Du hast noch keinen Exporter. So. Nun flupp. Da, da, da. Gold. Also Gold, Silber. Was kommt da hin? Was haben wir denn noch so an verschiedenen Dust-Sorten? Dust. Nix. Magnesium Dust, aber das ist Mariculture. Ich glaube, damit hätten wir alles. Nickel. Oh. Nickel brauchen wir nur für Legierung, oder? Glaub schon. Du kommst mal mit. Silver. Dum, 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 dum. Weg, 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 weg. Oh, und einfach nur mal for the lols mache ich die Dinger mal kurz aus. Solange bis die Tanks voll sind. Ich will die Flüssigkeiten nämlich da drin sehen. Und Tin kann auch aus. So, wir haben genug Tin im System. Und dann machen wir einfach immer das Ding an, was wir gerade brauchen. So sparen wir auch ein bisschen Energie. Da füllt sich schon Gold. Sehr gut. Du exportierst bitte Silber. Da, Silber, Gold, gib ihm. Kupfer und Aluminium und was weiß ich, Blei. Sammelt sich gar nichts. Okay, hat momentan noch nicht wirklich viel Zeit, sich zu sammeln, das gebe ich zu. Hier ist noch was vorhanden. Wie schaut es beim Kupfer aus? Oh ja, da ist eine Menge. Mach mal hier Kupfer.